Vielleicht fangen wir beim Podium an, dass ihr selber nochmal diesen Vormittag reflektiert, die wichtigsten Punkte anspricht, vielleicht Fragen und nachher gehen wir ins Publikum. Einverstanden? Wer startet? Niemand, dann gehen wir gleich ins Publikum. Fred. Eine Frage dem Tom. Und zwar das mit der John Hopkins University. Ja. Und die Tatsache, dass ganz am Anfang der Pandemie sofort eigentlich ein Interface da war, wo alle Daten waren. Und woher haben Sie, hat diese amerikanische Uni die Daten aus Deutschland gehabt, wenn die Deutschen nicht mal die Daten haben? Das möchte ich. Ja, ich ziehe das oder ziehe das. Das möchte ich sogar sehr gern erklären. Das wird nämlich oft vernachlässigt. Sie kennen alle das Dashboard des RKI. Wer kennt das nicht? Dieses schwarze Dashboard, wie so ein Zockerspiel. Nie gesehen. Wir können es ja mal auf... Nee, es gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Also ich gibt es das noch, das Dashboard vom RKI? Ja, bestimmt ein Klimaturm jetzt. Ja. Also es war ein schwarzes Dashboard, da wurden die Todesfälle in Corona-Sachen, wurden dort jeden Tag angezeigt, die Fälle der Infektion wurden angezeigt und so weiter. Und es war hochprofessionell gemacht. Mein Bruder und ich haben uns darüber unterhalten und uns hat das gestunken, dass das auf einmal alles da war. Und vor allen Dingen haben wir uns gefragt, wofür braucht man eigentlich ein Dashboard für die allgemeine Öffentlichkeit, die Todesfälle anzeigt? Das war unsere erste Frage. Wieso braucht man das? Und wieso braucht man ein Dashboard, wo Intensivbetten abgebildet werden, wie viel es noch gibt? Da muss ich ein bisschen lachen. Das ist übrigens auch Teil im Buch, das haben wir da abgehandelt, also ein ganz wichtiges Thema, das angesprochen wird. Und dann haben wir damals gefragt, ob wir nicht an die Rechtsabteilung des RKI rantreten und fragen, ob sie für dieses hochprofessionelle Dashboard eine Ausschreibung gemacht haben. Daraufhin haben wir die Firma, die im Impressum als verantwortlich galt, das ist die Firma Esri. Die Firma Esri ist eine Firma, die weltweit, global in Geofragen auch in den Behörden schon eingesetzt wird. Also die sind relativ schnell in der Lage, irgendwelche Karten herzustellen, die irgendwelche physischen Themenpunkte in den Karten aufgreifen. Also so auch Infektionen. Esri ist eine Firma, die gibt es schon sehr lange und der Eigentümer von Esri ist der Jack Dangermond. Jack Dangermond ist Milliardär in Amerika, der ist aufgenommen worden im Giving Pledge Club von Bill Gates, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und der andere hat den Pledge Club ja mitgegründet. Also Giving Pledge, der ist sozusagen Mitglied im Club von Bill Gates und der hat das kostenlos dem RKI und 70 anderen Ländern angeboten. Dieses Dashboard, von dem wir bis heute nicht wissen, warum es ein angstmachendes Dashboard gab und vor allen Dingen, warum die Zahlen 3 Jahre lang hochgezählt wurden, während in anderen Krankheiten, es gab noch nie eine Krankheit, die über Jahre hinweg hochgezählt wurde. Warum dieses Dashboard quasi ohne Ausschreibung gemacht wurde und das RKI hat gesagt, das war eine besondere Lage. Die haben uns also schriftlich geantwortet und rein rechtlich mussten sie keine Ausschreibung machen und deswegen haben sie es auch nicht gemacht und die haben sich die gesamten, die haben in so einem Post-Disaster-Fonds oder so hat Esri dann dieses Geld und die haben das dann kostenfrei, freiwillig ins Setup gebracht und freiwillig dann für uns alle gepflegt, damit jeder von uns immer gucken konnte, wie viele jetzt an Corona wieder gestorben sind. Philanthropen, ja. Also Philanthropen sind nicht gestorben. Nein, aber das ist doch toll, dass die das kostenlos... Ja, die haben es kostenlos. Philanthropen, die uns da geholfen haben, rauszufinden, wie viele jetzt an oder mit Corona sterben. Wir haben dann in einem weiteren Rechtsschreiben, das mein Bruder verfasst hat, gefordert, dass die das differenzieren nach an und mit Corona verstorben und dass sie aufhören, über Jahre hinweg zu zählen. Daraufhin kriegten wir nach mehrfacher Aufforderung einen netten Brief, in dem 5-mal drin stand, dass wir keine Anordnungsbefugnis hätten. Und der letzte Satz war, wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft geholfen zu haben. War ein bisschen zynisch, fand ich. Der Leiter der Rechtsabteilung des RKI ist auch
hat eine sehr hohe Position und da gibt es da auch Verflechtungen und naja, das wollen wir alles beiseite lassen. Aber wie gesagt, das ist ein Geschenk eines Philanthropen, dieses Dashboard, und die Johns Hopkins Universität schwingt quasi in dem Atemzug gleich mit. Danke für die Gelegenheit, mal das zu erklären. Ich finde das ganz wichtig, muss ich auch mal was sagen, dass diese Leute, die so im Dunkeln bleiben, ab und zu mal ans Licht gezerrt werden. Und deswegen fand ich das auch so wichtig, dass du vorhin, Tom, die Cornelia Beetsch mit ans Licht gezerrt hast, als eine der maßgeblichen Akteurinnen in der Pandemie, weil das ist schon eine demokratietheoretische Frage hier, weil für die Corona-Krise, da war ja jetzt nicht die Epidemiologie oder Virologie oder sonst irgendwas die maßgebliche Disziplin, sondern es war ja die Psychologie. Also wenn man sich das anschaut, wie wir genatscht, gestupst werden sollen zu irgendwelchen Entscheidungen, die wir selber gar nicht mehr dann rational überdenken, das finde ich schon, also ich kann es nicht anders sagen, pervers. Also da läuft ja kein rationaler, erwachsener Diskurs mehr ab, sondern ja, der wird eigentlich dadurch verunmöglicht. Gibt es auch viele Veröffentlichungen mittlerweile schon, oder im Cicero, der hat sich der Sache mal angenommen und hat da von der Valeria Petkova zum Thema Nudging was geschrieben. Leider ist es viel zu wenig. Oder Jonas Tögel hat auch ein Buch geschrieben zu diesen ganzen zur kognitiven Kriegsführung letztendlich. Das heißt auch so, das Buch, das kann man nur jedem empfehlen. Und wenn ich mich an eine Schlussfolgerung von dieser Beetsch-Gruppe erinnere, dann war das das: Die Gesellschaft wäre nicht so gespalten und den Impfgegnern hätte man das Leben und ihre Seelenpein erleichtern können, wenn man eine Impfpflicht eingeführt hätte. Ich habe daraufhin auf Twitter dann mal gefragt, how bad is the badge? Also das läuft noch, das ist derzeit noch in der Evaluierung, weil das sind wirklich, glaube ich, ganz wichtig für die Leute. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2-3 Wochen, ich weiß jetzt, ob das jemand gesehen hat, den Heinz Bude so ein bisschen ans Licht gezerrt. Der war Ende Januar, war der auf so einer Podiumsdiskussion in Graz. Das war am 24. Januar und das ist irgendwie so unterm Radar gelaufen. Und als ich das gehört habe, ich war da wirklich elektrisiert und habe das dann kurz zusammengeschnitten, habe das auch, wer das nachschauen will, auf meiner Homepage indikativ.jetzt transkribiert und das Video da reingestellt. Er erzählt dann einfach so aus dem Nähkästchen, fängt er an zum Plaudern, also da fühlt er sich irgendwie gebauchpinselt und dann sagt er, ja, wir wollten da einfach Folgebereitschaft herstellen bei den Leuten. Das ist einer der Mitautoren dieses sogenannten Panikpapiers, des Strategiepapiers im Innenministerium, ganz am Anfang der Krise. Und es hat mich wirklich erschüttert, wie wenig Leute diesen Kopf kennen. Also mich hat da auch ein Vorstand von einer Partei angesprochen, warum reitest du denn dauernd auf diesem Heinz Bude rum, weil ich den jeden Tag dann gespielt habe, jeden Tag. Jetzt gestern oder vorgestern war es dann auch in der Welt, also es kommt schon ein bisschen an, leider hinter einer Bezahlschranke, aber ich finde genau diese Zusammenhänge schon auch wichtig, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und da auch Aufklärung leisten und das auch teilen, damit es einfach bekannter wird, wie wir hier manipuliert werden. Ja, das möchte ich kurz ergänzen. Die Manipulation hat ja der mittlerweile auch ziemlich bekannte Herr Desmet mal zu Papier gebracht. Ich würde gerne den Vortrag zu der Manipulation ergänzen, indem ich seine 4 Kriterien mal aufzeige. Und wir können mal prüfen, ob das bei uns in der Gesellschaft tatsächlich so passiert ist, gerade hier in Deutschland. Also er sagt, dass das erste Kriterium dafür ist, dass man die Leute so manipulieren kann. Das der erste und zentralste Aspekt ist, dass es viele Leute geben muss, die sich sozial isoliert fühlen, ohne soziale Bindungen. Wenn ich also mal an München denke, da sind 50% der Haushalte Single-Haushalte. Also ich komme ja aus Bayern, ne? Also ich bin zwar kein Bayer, aber ich komme daher. Und das ist schon mal die erste Bedingung, meine ich, die schon mal komplett erfüllt ist, ja, ohne soziale Bindungen. Ja, Vereine werden zerstört, ja, das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl wird zerstört, die soziale Bindung wird aufgelöst. Der zweite Punkt ist, auch interessant, dass eine Menge Leute das Leben als bedeutungslos oder sinnlos erfahren. Die Grünen.
Nein, aber auch das ist in hohem Maße zutreffend. Also wenn ich mich so umhöre in dem Kreise meiner lieben Mandanten, aber auch in den Basisleuten, die ich so kennenlerne, viele davon gehen in Büros, viele Leute sind auch mechanisch unterwegs. Ja? Mein Sohnemann selber hat zu mir gesagt, der hat Metallarbeiten gemacht, der macht jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag. Völlig sinnlos, sagt er sich. So. Der dritte Punkt, auch sehr wichtig, die dritte Bedingung ist, dass um Massenformation zum Ausdruck zu bringen, muss es frei fließende Ängstlichkeit und frei fließende Unzufriedenheit geben. Haben wir auch erlebt. Alle Leute sind ängstlich und unzufrieden und dann wird ein Ziel erfunden und das heißt, wir kämpfen gegen den Virus, alle gemeinsam. Und wir haben alle erlebt, wie das passiert ist. Ja? Wir haben gesehen, was auf TikTok gelaufen ist, wie sie da alle ihre Schulter gezeigt haben, dass sie jetzt geimpft sind, dass sie dazugehören. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das wird so instrumentalisiert, dass wir, die wir nicht geimpft sind, die Feinde sind. Wir werden zu den Feinden. Und das ist das Hauptproblem, dass diese Spaltung dadurch entsteht, dass man diese frei fließenden Menschen aufgreift, ihnen eine gemeinsame Idee gibt und sie dann als Waffe gegen uns einsetzt. Das ist das, was hier passiert ist. Und dieser Bewegung müssen wir total entgegentreten. Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder soziale Bindungen gibt. Wir dürfen deswegen auch nicht mit dem Finger auf diese Leute zeigen. Ja? Auch die Frage, ob wir alle Ärzte verurteilen müssen, ist eine große Frage. Mein inneres Gefühl sagt mir, wir müssen sie alle wegsperren. Alle Approbation verlieren, weg, die dürfen in der Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja? Das ist eine riesige Zahl und wir brauchen sie auch. Das haben wir noch nicht vergessen. Ja? Wir brauchen irgendwann mal diese Ärzte nochmal. So. Das war mein Beitrag zu dem Thema Isolation. Danke. Ja, ich würde das gerne mal noch weiter ergänzen. Und zwar, kennt jemand den Plural von Bewusstsein? Das ist deine Interpretation. Bewusstsein hat keinen Plural, wenn ich das richtig weiß. Das liegt daran, dass es wohl alles Wissen oder alles Bewusstsein aller zusammen ist. Und vielleicht, wenn man das so auf diese Weise verbildlicht, kann man sich vorstellen, dass die Menschen, die jetzt teilgenommen haben an den letzten 3 Jahren und jetzt an den neuen Krisen auch auf die Weise teilnehmen, wie es gewünscht wird, bestimmtes Bewusstsein nicht haben. Und ich würde sagen, das hätte jedem von uns genauso gehen können, wenn es ein Thema gewesen wäre, wo man auch nicht so bewusst gewesen wäre. Und unsere Aufgabe kann eigentlich nur sein, Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das tun wir jeden Tag und automatisch, sodass die Aufgabe gar nicht so groß ist. Es gibt jedenfalls kaum Leute, die, wenn sie einmal ein erweitertes Bewusstsein bei diesen Fragen bekamen, dann weitergemacht haben, alles zu erfüllen, was sich die amtierenden Regierenden wünschen. Und deswegen ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, Bewusstsein zu schaffen. Und das ist auch schaffbar für jeden. Also jeder, der irgendetwas so wie hier Bewusstsein aufnimmt aus dem, was hier ist, kann man auch nur einen Teil mitnehmen. Aber das, was man mitnimmt, kann man wieder anderen vermitteln. Und auf diese Weise wird es funktionieren, denn es geht immer nur in eine Richtung. Das ist meine Auffassung und deswegen bin ich da auch ganz entspannt und habe auch gar nicht so Sorge, dass jetzt irgendwie große Dinge mit der WHO passieren oder mit der künstlichen Intelligenz. Ich sehe es eher als amüsant an. Ich glaube nicht, dass wir da so große Probleme mitkriegen, denn wer bewusst ist, kommt damit klar. Ich mache das mal wesentlich kürzer, das interessiert mich alles überhaupt nicht, ehrlich. Mich interessiert einfach eine Sache, leben wir in einem Rechtsstaat oder nicht? Ja, weil der funktionierende Rechtsstaat, der garantiert Freiheitlichkeit. Und wenn wir den nicht haben, ist alles egal. Und deswegen kommt es für mich darauf an, sind Rechtsbrüche erfolgt und leben wir in einem Rechtsstaat, wo Rechtsbrüche dann auch vor Gericht kommen und verurteilt werden. Dann danach Amnestie, alles oder wie auch immer. Aber erstmal ist das Einzige, was mich interessiert, haben wir einen Rechtsstaat, gelten die Gesetze, ja oder nein. Und wenn wir keinen Rechtsstaat haben, ist die Freiheit am Arsch. Entschuldigung. Da
darf ich kurz? Ja. Jetzt bin ich ja der Jurist und müsste eigentlich deine Frage jetzt juristisch beantworten. Ich habe auch noch was anderes auf dem Herzen, nämlich aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal drauf eingehen. Denn du hast ja gesagt oder darauf hingewiesen, wie mit Angst gearbeitet wurde, dass diese Angst auch instrumentalisiert wurde. Und du hast ja auch gesagt, dass die Frage ist, können wir die Ärzte nun wirklich verurteilen? Welchen Vorwurf können wir ihnen machen, wenn wir diese Angst berücksichtigen? Und das ist für mich eine ganz wichtige Frage, die ich mal losgelöst von der Juristerei beantworten möchte. Denn nach meinem Verständnis ist ja nun mal die Angst das Herrschaftsmittel schlechthin. An sich ist es eine Banalität. Ne? Jeder von uns hat dann sicherlich Bilder vor Augen, ne? Von einem Despoten oder von einer Herrschaft. Kann man auch in die Jahrhunderte zurückgehen, ja? Dass man da eben abgeholt wird, wenn man sich widerspenstig verhält. Das ist ganz einfach. Ja, aber es geht ja noch viel tiefer. Und wenn wir dann zum Beispiel an Gustave Le Bon denken und die Massenpsychologie, dann wissen wir ja, dass es auch gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, wie die menschliche Psyche im Einzelnen und im Gesamten funktioniert und dass man das instrumentalisieren kann und dass dieses Instrument in den letzten Jahrhunderten und auch Jahrzehnten immer weiter verfeinert wurde und dass diese Mechanismen einer geradezu Perfektion mittlerweile angewendet werden. Was ich damit sagen will, ist, dass ja dieses Herrschaftsmittel der Angst auf uns alle wirkt. Und zwar sowohl auf diejenigen, die durch die Pandemiemaßnahmen und die Impfkampagne direkt beeinflusst wurden und Angst dann vor dem Coronavirus hatten, genauso wie diejenigen, die Angst vor Verfolgung hatten, wenn sie die Regeln nicht befolgen, genauso wie wir zum Beispiel, wenn wir Kritik daran übten und Angst vor der Verfolgung durch die Behörden, durch den Staat hatten, weil wir Kritik üben. Das heißt, unterm Strich haben alle von uns Angst gehabt. Und das haben die Herrschaften da oben wunderbar geschafft. Das heißt, sie haben ein Stöckchen, ein Stichwort immer rein hineingeworfen. Das ist sehr leicht, weil sie auch die Machtmittel in der Hand hatten. Und damit konnten sie nach dem alten Grundsatz Divide et Impera, also teile und herrsche, die gesamte Bevölkerung, die Bevölkerungen weltweit wunderbar dirigieren und sogar, und da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, auch uns. Denn wir hatten ja auch Angst. Wir sind ja durch diese Angst auch angetrieben worden. Natürlich im Bewusstsein, etwas Gutes zu tun, uns aufzulehnen gegen diese Herrschaft. Ja, aber letztendlich waren wir natürlich auch von Angst getrieben. Und damit komme ich jetzt zu dem Punkt, den du bezüglich der Ärzte gesagt hast. Mir ist es wichtig, dass wir erkennen, dass auch mal losgelöst von der juristischen Frage, auch losgelöst von der politischen und von der Machtfrage, die wir zu entscheiden haben, es wichtig ist zu erkennen, dass jeder Mensch so handelt, wie er es für richtig empfindet. Ich sage nicht nur hält, sondern empfindet. Die Entscheidung kommt ja immer aus dem Innersten, aus der Empfindung heraus. Und das gilt ja für alle. Das gilt für jeden. Jeden, der hier Angst hat, jeder, der hat aus dieser Angst heraus und aus seinen Prägungen und aus seinen Mustern und so weiter sich entschieden, so zu handeln, wie er es tat. Und für mich ist also die Frage natürlich wichtig, das rechtlich aufzuarbeiten, um den Menschen, egal auf welcher Seite sie standen, klar zu machen, wie die Regeln gewesen wären, was hätte man besser tun können. Aber das Verdikt am Ende und wie gehe ich mit den Leuten dann um, wenn sie sich so oder so verhalten haben, das sollte dann doch auf der Grundlage meines Erachtens der Versöhnung geschehen. Denn wenn ich ja mir bewusst bin, dass jeder aus seiner Sicht handelt, dann und der andere es genauso getan hat, warum sollte ich dann hergehen und sagen, dich muss ich hier in den Kerker stecken, dir muss ich Gewalt antun, wie auch immer. Wenn wir mal darüber nachdenken, wie denn Kriege entstehen, und zwar im Großen wie im Kleinen, ja, also angefangen vom Ehestreit bis hin zu den Völkerringen, die wir in den Jahrhunderten erlebt haben, dann sind das immer offene Wunden. Das sind immer offene Rechnungen gewesen, die einer mit dem anderen hatte. Und dann wurde sich immer wieder neu die Köpfe eingeschlagen und jeder Krieg und jeder Friedensschluss oder Waffenstillstand hatte dann wiederum den nächsten Krieg schon im Keim in sich. Und das müssen wir endlich mal durchbrechen. Wenn wir das nicht tun... Ja, jetzt muss ich mal kurz dazwischen grätschen, weil unter Frank bringt mich wieder auf die Tagesordnung zurück. Rechtsstaat, hast du auch? Ich dachte, Rechtsstaat. Genau, und seltsam, dass es der Arzt eigentlich sagt, aber das passt vielleicht auch, weil ich vielleicht ein bisschen nicht so im juristischen Getriebe drin stecke. Ich würde wirklich nicht dafür plädieren, dass wir uns über die psychologische Verfassung oder wie auch immer Gedanken machen, sondern das Einzige, was jetzt erstmal interessiert, ist der Rechtsstaat. Sind Gesetze gebrochen worden? Und erst wenn das bearbeitet worden ist, lasst uns über Versöhnung oder irgendwas reden. Du hast vollkommen recht, aber das ist ja alles in meiner Tagesordnung. Genau. Weil ich verstehe. Du weißt, Frau Rein. Also wir halten dich nicht länger auf. Der Punkt 2.4 heißt Versagen der Justiz und deren, und jetzt kommt die Hoffnung, leben wir noch in einem Rechtsstaat. Versagen der Justiz. Du hast erzählt, ständiges Versagen. Und mein Thema heißt, und deren zweite Chance, das ist doch die Hoffnung, nach der du suchst.
Nein, das kommt, die Hoffnung ergibt sich dann, wenn die Menschen merken, hoppla, die Gesetze gelten für alle. Ja, davon werde dann ich reden. Dann entsteht Hoffnung. Davon werde wenn ich sie reden. Nicht für alle gelten, entsteht ja. keine Hoffnung. Es ist ganz einfach. Ja. Ist nein, ganz ich einfach. Rede davon von der zweiten Chance der Justiz. Ihr sagt ja alle, den Rechtsstaat gibt es nicht mehr. Ich sage, solange ich hier kämpfen kann und zur Angst. Ich habe keine Angst vor nix und niemals, wir sind beide schon was. Ich komme von der Landwirtschaft. Vor nix und niemals, das heißt, von der Landwirtschaft kommt, ihr wisst es, nicht? Man steht auf festem Grund und Boden und die Juristerei haben auch gelernt. Und solange ich hier stehe und noch kämpfen kann, ist der Rechtsstaat noch nicht zu Ende. Genau. Aber das kommt ja später. Ich wollte eure Diskussion, diese Metadiskussion, nicht abwürgen. Aber ich wollte dir nur sagen, bei mir kommt es nachher noch. Okay, macht weiter. Zum Rechtsstaat. Die Frage greife ich nochmal auf. Leben wir in einem Rechtsstaat? Die Frage habe ich vorhin schon adressiert, indem ich Artikel 95 Grundgesetz zitiert habe. Wann ist ein Staat ein Rechtsstaat? Doch nicht dann, wenn Politiker das Recht beeinflussen können. Und das passiert hier, am laufenden Band. Klar. So. Und da brauchen wir gar nicht über die Legitimation eines Rechtsstaats nachzudenken, wenn ein Recht sich nicht selbstständig in einem Staat bewegen kann, ohne dass von oben Fäden gezogen werden, dann bin ich in keinem Rechtsstaat. So einfach ist das, weil das Recht nicht autark ist. Und das ist die Katastrophe in diesem Land. Es ist nicht autark, es wird gegängelt. Und wir haben vorhin von dir haben wir gesehen, was das RKI für Vorgaben gemacht hat. Wir müssen eskalieren, ja, mit einem Militärangehörigen an der Spitze, der weisungsbefugt ist. Hallo? Wo reden wir denn da bitte schön über einen Rechtsstaat? Mal ganz ehrlich jetzt. Und was wir hier vor Gericht erleben, mein Lieber, ne? Alle Richter, alle Anwälte, die hier rumstehen, das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun, Josef. Richtig oder falsch? Hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Wirst nachher gleich hören. Ich kämpfe für den Rechtsstaat. Ja, aber für welchen Rechtsstaat, Josef? Das ist doch die Frage. Für den wir jetzt haben oder einen anderen? Das ist die entscheidende Frage. Ich werde es antworten. Ich werde es antworten drauf. Okay. Also ich finde ja, dass der Rechtsstaat eigentlich eh eine Illusion ist. Also wenn wir uns jetzt diesen Fall, du hast es ja wunderbar erklärt, also wenn es im Gesetz steht, der Arzt ist in erster Linie seinem Klienten verpflichtet und wenn er gegen Gesetze verstoßen muss, weil er im Sinne des Patienten handelt, dann gilt das. Also das ist ja ein ganz eindeutiges Gesetz. Also das ist ja eigentlich ein Satz. Nach diesem Satz müsste man jede Verhandlung sofort auflösen. Also das heißt, es steht ja in den Gesetzen das drin, was uns Vorgaben geben könnte. Aber es ist ja schon immer so gewesen, ganz egal wo auf der Welt, dass die Rechtssysteme genutzt worden sind, um irgendwelche Agenden durchzudrücken und die sind ja nie unabhängig. Also man kann ja, es ist eine riesengroße normative Angelegenheit, ein ganz großes Regelwerk, was inzwischen so komplex ist, dass sich sowieso alles gegenseitig widerspricht, dass ein Gesetz gefasst wird und das nächste Gesetz im Zweifelsfall mit irgendwelchen Rucksackverfahren hinten ran und keiner blickt mehr durch und eigentlich können alle machen, was sie wollen. Also im Wesentlichen sind die Mächtigen diejenigen, die machen, was sie wollen. Und es ist, glaube ich, eine Illusion, also wir sehen uns ja nach diesem Gefühl, was man mal hatte. Wir hatten ja mal so ein gefühltes Rechtssystem, in dem wir sein Recht bekommen. Richtig. Aber es war ja auch da schon nicht so. Also wir können ja weiter zurückgehen und kommen irgendwann auf die, hier bei den Lehrern, die Verfolgung oder DDR-System war ja noch viel, viel, viel offener. Von daher finde ich es irgendwie schwierig, wenn wir immer sagen, wir wollen halt wollen uns auf diesen Rechtsstaat stützen, weil de facto haben wir keine unabhängige Justiz, das ist einfach systemisch angelegt. Also wir lernen ja an der Schule, was für Bedingungen haben wir im demokratischen System, also unabhängige Gerichte und die hat es ja zu keinem Zeitpunkt gegeben, das ist ja gar nicht so angelegt. Na, insofern ist die Frage schwierig, danke. Ja. Ich glaube, man muss den Begriff Menschenrechte einfügen, das wäre dann das Gefühl. Ja. Ja. So, jetzt habe ich aber endgültig sämtliche Steilvorlagen, nicht? Also, diese Jammerei, sage ich jetzt, die wir ständig machen über Jahre, diese bekämpfe ich. Und ich habe gesagt, solange ich kämpfen kann, ist der Rechtsstaat noch nicht zu Ende. Und an dich knüpfe ich auch an, Tom. Wie kann man denn das ändern, sagst du? Also, ChatGPT hat mich total fertig gemacht jetzt. Ne? Aber ich vergesse das jetzt mal. Was hast du gesagt? Unser Bewusstsein müssen wir ändern. Welches Bewusstsein haben wir denn hier?
Wir jammern ja alle nur. Vollkommen richtig, du hast wunderbar geschildert, wie es ist, wie die rechtliche Situation bei den Gerichten ist und in den letzten Jahren war. Und das möchte ich aber ändern. Ich möchte das Bewusstsein ändern. Deswegen habe ich einen offenen Brief geschrieben an sämtliche Organe der Rechtspflege in Deutschland, insbesondere an Richterinnen und Richter. Und dargestellt, dass die Justiz versagt hat, was wir jetzt hören. Die Justiz hat absolut versagt nach dem Maßstab, den ich ein halbes Jahrhundert lang aufgenommen, praktiziert habe, hat absolut versagt. Und ich meine, dass die Justiz, die einzige, oder Richterinnen und Richter, die einzige Kraft in unserer Gesellschaft ist, die hier einen Turnaround herbeiführen könnte. Denn das sind wirklich die einzig Unabhängigen. Wir haben gehört, natürlich sind sie nicht unabhängig. Auf den Richter Detmar komme ich noch und so weiter. Natürlich sind die nicht unabhängig. Wer ist denn von uns unabhängig? Habe ich Ihnen nicht am Anfang gesagt, als 35- oder 50-Jähriger würde ich hier nicht stehen. Aber meine Bewusstseinsänderung als 75-Jähriger ist eine andere. Und die brauchen wir. Und dafür kämpfe ich. Also, wir sind uns alle einig, die Justiz hat versagt. Und was du geschildert hast in der ganzen Dramatik, ja, das gibt es ja nicht nur im Strafrecht, nicht nur im Ordnungswidrigkeitenrecht, meine Damen und Herren. Das gibt es im Familienrecht. Die Kämpfe, die die Eltern geführt haben, insbesondere die Geschiedenen, der eine will impfen, der andere nicht. Dramatisch, das ist genauso dramatisch wie das, was du über die Ärzte, die Verfolgten erzählt hast. Im Arbeitsrecht, die aus dem medizinischen Bereich, die Krankenschwestern, die bei uns waren, deren Lebensinhalt ist zerstört worden, die sich engagiert haben, die nicht mehr arbeiten durften in ihrem Bereich. Oder das ganze Verwaltungsrecht, ein Drama, das Verwaltungsrecht, Gewaltenteilung sollten wir haben bei den Gerichten. Die Gerichte sollten ja die entscheidende, austarierende Gewalt sein. Die Verwaltungsgerichte waren ja nur auf der politischen Seite. Ein Verwaltungsrichter hat mir mal erzählt, Herr Dr. Hinger, früher, deswegen haben wir das Grundgesetz, die Grundrechte, haben wir den Bürger vor dem Staat geschützt. Das sind unsere Väter und Mütter des Grundgesetzes, die Grundrechte sind doch da, weil wir unsere Erfahrungen aus der Geschichte haben. Die Grundrechte, das Grundgesetz schützt jeden Einzelnen von uns, die Souveränität, von der ich am Anfang gesprochen habe, die wir gegenüber dem Staat haben. Und jetzt sagt er, und jetzt schützen wir den Staat vor dem Bürger, weil der Bürger demonstriert, weil er eine Meinung hat. Das ist das, was wir erleben. Also es ist ein Desaster, was wir hier haben. In allen Bereichen. Das muss man erst mal erkennen. Das ist ja schön, genau wie du deine Zahlen. Ich liebe deine Zahlen. Sind klar, deutlich. Und das ist auch klar zu erkennen, was du schilderst überall. Und dann frage ich mich, das ist auch eine Bewusstseinserweiterung. Ich frage mich, wie konnte denn das passieren? Wo ich seit einem halben Jahrhundert eine positive Erfahrung mit meinem Beruf, mit dem Leben, das ich eigentlich gezeigt habe, in meinem Beruf, dem Bürger gegenüber. Wie konnte denn das passieren? Und deswegen habe ich diesen Brief an alle Richterinnen und Richter geschrieben. Da oben drüber steht, rechtliche Aufarbeitung der Infektionsschutzmaßnahmen 20 bis 23, Versagen der Organe der Rechtspflege. Der erste Stresstest am Grundgesetz ist gescheitert. Der erste Stresstest, den die Richterinnen und Richter hatten, ist gescheitert. Sie haben uns nicht beschützt. Und jetzt haben sie die zweite Chance und erstaunlicherweise bringt die zweite Chance noch unser, von mir jedenfalls nicht geliebter, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbert. Er gibt in der Entscheidung vom 19.11.21 gibt er uns allen Richterinnen und Richter, allen Organen der Rechtspflege eine Steilvorlage, wie wir aus dieser Misere rauskommen können, wie wir das ändern können. Bundesverfassungsgericht waren früher die Richter Gralshüter der Verfassung, bis zu Harbert. Papier zum Beispiel, der von vornherein Mahner war in dieser ganzen Zeit. So, also die Frage ist, die Bewusstseinsänderung, die Frage ist, wie konnte es denn dazu kommen, müssen wir uns doch fragen, dass wir diese Erscheinungen haben, die desaströs sind.
Und da muss ich sagen, ich habe ja am Anfang erzählt heute, dass ich glaubte in den ersten Monaten, die Gerichte werden das alles korrigieren. Und wir haben diskutiert in der Kanzlei, wie die Kesselflicker, sagt er immer. Weil ich habe gesagt, das werden die hinkriegen, die Gerichte. Er hat gesagt, nie und nimmer, wir müssen auf die Straße gehen. Und er hat recht gehabt. Weil die Richterinnen und Richter eben nicht dieses Kreuz haben, wie manche von uns, und sich hinstellten. Die haben es eben nicht, das wurde ja geschildert, aus welchen Gründen auch immer. Allerdings am Anfang, muss ich schon sagen, waren hier Tendenzen da bei den Richterinnen und Richtern, dass sie gesagt haben, das geht ja alles nicht. Zum Beispiel der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sagt im September, glaube ich, war das 2020, sagt er, vorliegend geht es um Grundrechtseingriffe. Der stellt fest, da sind Grundrechtseingriffe da, die nach ihrer Reichweite, ihrer Intensität und ihrer zeitlichen Dauer mittlerweile ohne Beispiel sein dürften. Weil am Anfang waren ja alle verunsichert. Ganze Bevölkerung verunsichert, Richter und so weiter. Und wenn eine Verunsicherung da ist, dann muss man, das ist also auch in der rechtlichen Literatur, in der juristischen Literatur klar, wenn so viel Unklarheiten da ist, dann muss man den entscheidenden Spruchkörpern auch eine gewisse Zeit geben, damit sie sich orientieren können. Wenn man nicht weiß, was los ist, wie soll man denn dann entscheiden? Also die Situation wurde von den höheren Gerichten schon gesehen, das sind alles Grundrechtseingriffe. Und dann ist auch Folgendes passiert, ihr könnt es euch vielleicht erinnern, manche Verwaltungsgerichte haben dann tatsächlich für die Bürger entschieden. Da kam ja dann der Montgomery, der hat dann von kleinen Richterlein gesprochen, wenn tatsächlich mal jemand, ein Richter, eine für uns positive Entscheidung gebracht hat. Aber dann kam der große Clou, die Bundesnotbremse, das war dann ein Bundesgesetz. Und beim Bundesgesetz, ein Bundesgesetz kann der einzelne Richter nicht verwerfen. Also bei diesen Verordnungen, die wir alle hatten in den Ländern, da konnte jeder Richter, jeder Amtsrichter, jeder Verwaltungsrichter sagen, ich verwerfe diese Verordnung, ich verwerfe die Verordnung vom Söder. Und es ist ja auch passiert teilweise. Und dann kam eben die Bremse von der Merkel auch gesagt, dem schieben wir jetzt einen Riegel vor, wir machen ein Bundesgesetz und beim Bundesgesetz müsste der Richter, wenn er das verwerfen will, muss er einen Antrag zum Bundesverfassungsgericht nach Artikel 100 stellen und das dauert Jahre. Und damit war alles gekappt. Also es war technisch bestens vorbereitet. Also nochmal Augenmerk darauf, dass am Anfang bei den Gerichten tatsächlich bei vielen auch das Gefühl da war, da müssen wir etwas tun. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof habe ich zitiert. Und dann passierte tatsächlich ein Kardinalfehler sondersgleichen, und zwar in der Person unseres Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Harbart. Die Bundesverfassungsrichter waren Karlshüter der Verfassung, kann man sagen, wenn man Jahrzehnte zurückschaut. Und die haben sich 2017 sogar auch noch eine Verfassung gegeben. Da steht drin, 2017 noch. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts verhalten sich innerhalb und außerhalb des Amtes so, dass das Ansehen des Gerichts, die Würde des Amtes und das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Integrität nicht beeinträchtigt werden. Da würde ich sagen, Papier zähle ich dazu. Was macht unser Präsident Harbert, der von der Frau Merkel hochgehievt worden ist, kurze Zeit dann Verfassungsrichter war und nachher Präsident? Er war ja vorher nie Richter. Er war Anwalt. Er war, glaube ich, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Er war nie Richter. Und was macht er? Er bleibt Politiker. Am 22. Juni 20, also mitten in diesem Pandemiegeschehen, am Anfang in den ersten Monaten, 4 Monate nachdem der erste Lockdown da war, stellt sich dieser Herr vor die Presse hin, was nie vorher irgendein Bundesverfassungsgerichter gemacht hätte und gemacht hat. Denn die haben zum Schluss ihre Entscheidungen getroffen, zum Schluss nach den ganzen Gerichtsentscheidungen bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Aber was macht er? Er stellt sich hin und sagt der Presse,
Die Grundrechtsausübung geschieht in Corona-Zeiten teilweise in anderer Weise als vor der Pandemie. Und dann setzt er noch eins drauf. Die Grundrechte gelten, aber sie gelten anders als vor der Pandemie. Eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Eine Ungeheuerlichkeit. Dieser Herr relativiert innerhalb von ein paar Monaten aus politischen Gründen unsere Grundrechte. Ich bin 48 geboren, habe ich schon gesagt, 49 in Kraft getreten. Ich habe die Grundrechte eingesogen, jeder von uns, wie die Muttermilch. Und dieser Herr stellt sich hin, weil es politisch genehm ist und sagt, die Grundrechte gelten anders. Das hat kein Richter vorher jemals über die Lippen gebracht. Und das war die Büchse der Pandora, die er hier geöffnet hat. Alle Übel, die wir erlebt haben in diesen Verordnungen, alle Übel, die letztendlich auch unsere Rechte, unser Grundgesetz auch infiziert haben, alle Übel entspringen im Grunde genommen diesem Ausspruch. Ja, und dann wäre es kein Wunder, meine Damen und Herren, dass was anderes noch passiert, wenn jemand so eine Steilvorlage gibt, dass die Grundrechte ja gar nicht mehr gelten, obwohl die Grundrechte ja von dem Gericht geschützt werden müssen. Gewaltenteilung, das schreibt er dann noch sogar in der Bundesnotbremseentscheidung, da wird also ganz hoch, wird die Fahne der Gewaltenteilung hochgehalten, mit Sprüchen, getan hat aber was anderes, hat sie relativiert. Der Gewaltenteilungsgrundsatz ist ein tragendes Organisations- und Funktionsprinzip des Grundgesetzes. Er bezweckt unter anderem eine politische Machtverteilung sowie die gegenseitige Kontrolle und Begrenzung der drei Gewalten mit der Folge, und erstaunlich, mit der Folge der Mäßigung der Staatsgewalt. Also erstens einmal steht drin, die drei Gewalten sind alle politisch. Ich höre in den allen Entscheidungen, wenn ich mit dem Grundgesetz komme und mit Argumentation zu Corona, Herr Dr. Hingerl, das ist alles politisch, wir sprechen hier Recht. Aber hier sagt das Bundesverfassungsgericht, ist richtig. Jede Gewalt ist politisch, denn jede Gewalt befasst sich doch mit unserem Zusammenleben, mit dem Zusammenleben der Gesellschaft. Und das ist Politik. Die Verteilung der Gewichte zwischen den drei Gewalten muss gewahrt bleiben, damit keine Gewalt ein vom Grundgesetz nicht vorgesehenes Übergewicht über eine andere erhält. Aber das Entscheidende ist, die Folge der Mäßigung der Staatsgewalt. Und wer kann denn die Staatsgewalt mäßigen? Ja, die Legislative ja wohl nicht. Die machen das Gesetz und die Staatsgewalt führt es aus. Und die Staatsgewalt wird sich auch nicht selber mäßigen. Wer nach unserem Rechtsstaat muss die Staatsgewalt mäßigen? Die einzigen, die Gerichte, deswegen sind sie ja auch unabhängig oder sollen sie unabhängig sein. Und das zerlegt alles der Herr Habart selber mit seinem Spruch, die Grundrechte gelten, aber sie gelten anders als vor der Krise. Dabei haben wir von Tom Lausen gehört, es gab keine Krise, man muss sich das mal vorstellen. Ins Blaue ist die Geschichte, nur politisch. Ja, das war also der erste Grund, warum unser Rechtsstaat sich zerlegt hat. Da bin ich bei allen. Ich antworte nur immer anders. Ich sage, ja, ich fühle mich noch im Rechtsstaat, solange ich noch kämpfen kann. Und was war der zweite Grund, warum der Rechtsstaat sich selber zerlegt hat? Der zweite Grund war genial. Er ist wieder auch hochpolitisch. Ein Richter, das waren insgesamt zwei, es war noch eine Richterin in Weilheim, ein Richter hat klassisch das angewendet, was ich gelernt habe, was er gelernt hat. Er hat in einem Verfahren, in einem verfahrensrechtlichen Verfahren, hat er Sachverständige gehört, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Masken nichts nützen. Bei den Ärzten heißt es nie in Not oder nicht schaden. Und der hat festgestellt, in diesen Schulen brauchen die Kinder also keine Maske aufsetzen. Und was passiert dann? Das ist nur noch Machtpolitik, reine Machtpolitik. Jetzt kommt die Exekutive, die kontrolliert werden sollte. Und die Exekutive leitet
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein gegen den Richter Christian Detmar. Er ist auch in der Zwischenzeit verurteilt worden wegen Rechtsbeugung. Ungeheuerlich ist das. Aber welche Auswirkungen hat das? Jeder Richter in Deutschland wusste, dass er sich mit diesem Thema, wenn er sich damit befasst, seine gesamte Existenz gefährdet ist. Und das habe ich in allen Gerichtssälen gespürt, meine Damen und Herren. In dem Augenblick, wo ich mich auf die Grundrechte berief, und hier geht es ständig um die Grundrechte, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sagt, noch nie in diesem Maße gab es eine Einschränkung der Grundrechte. Ohne Beispiel ist es. In dem Augenblick, wo wir Anwälte mit dieser Argumentation kommen, haben die Richterinnen und Richter die Angst vor den Grundrechten, von der Argumentation, wie der Teufel vorm Weihwasser. Das sind die Gründe, warum hier hat sich die Judikative in Form des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Habert selbst zerstoßen oder politisch eine Vorgabe geleistet für die Exekutive, die dann mit dem Beispiel Habert alles erledigt hat. Und in der Situation waren wir dann. Erstaunlicherweise passiert aber dann in der Entscheidung zur Bundesnotbremse bereits am 19.11.21, am 19.11.21, wo alles so hochkochte zur Impfung, wo wir die Strafanzeigen gemacht haben, gegen Ärzte, die die Kinder impfen wollten und so weiter, kommt eine Entscheidung, 100 Seiten, die leider die Juristen nicht lesen und der Richterinnen und Richter auch nicht, weil der Habert, Anwalt, Politiker, ist natürlich ein schlauer Fuchs. Er hat das alles gehalten. Wir waren ja auch beim Abendessen, also das sind ja auch Verletzungen des Gewaltenteilungsprinzips, wenn sich hier die Legislative mit der Judikative zusammensetzt und schauen, was machen wir denn in der Situation. Er ist natürlich sehr schlau. Und er musste sich irgendwo rauswinden für die Zukunft aus dieser Situation. Und er hat er genau erkannt, diese Leute wie die Frau Merkel, die haben doch alles erkannt, dass das nicht richtig ist. Und jetzt bringt er eine Entscheidung, die leider die Richterinnen und Richter nicht lesen, die ein Gamechanger sind, wo sie alle anders jetzt urteilen könnten. Und die zitiere ich Ihnen auch. Bundesnotbremse, Entscheidung vom 19.11., ich habe Ihnen gesagt, ein Bundesgesetz, das kein Richter direkt angreifen konnte. Was macht er? Er hält alles, der Senat hält alle Entscheidungen vorher. Also das Gleiche, was vorher in den Verordnungen waren, hat man in der Bundesnotbremse mit dem Bundesgesetz gemacht. Hält alles, Lockdowns und so weiter und so fort, Masken, hält alles. Aber mit der inhaltlichen Begründung, wir haben das RKI befragt, wir haben das Paul-Ehrlich-Institut befragt, wir haben die STIKO befragt. Und das sind ja doch seriöse Institute und wir wissen es nicht besser. Wobei man eins sehen muss, was auch schon ungeheuerlich ist, alle diese Institute sind Exekutive, hängen am Bundesgesundheitsministerium dran. Und auch das ist schon ungeheuerlich in einem Gerichtsverfahren, dass ich mich auf dem berufe, den ich eigentlich kontrollieren soll. Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip. Und jetzt in dem ersten Teil, halten Sie für die Vergangenheit alles, ganz klar, das wäre ja wahnsinnig gewesen, hätten gesagt, das ist alles verfassungswidrig. Erweist sich eine Prognose nachträglich als unrichtig, also der andere schon nachträglich kann ja das anders sein. Stellt dies jedenfalls die ursprüngliche Eignung des Gesetzes nicht in Frage. Das ist ungefähr, wie der Spang gesagt hat, wir werden uns noch entschuldigen müssen. Nicht? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also, wenn sich nachträglich was anderes ergibt, wir bleiben trotzdem dabei, dass es verfassungsgemäß war. Andere Länder meines Wissens haben das anders gemacht, die Spanier. Man kann ja ohne weiteres sagen, dann war es von vornherein verfassungswidrig. Die Frage, welche Rechtsfolge da anknüpft. Aber die sagen, das bleibt verfassungsgemäß. Das kann man noch als Jurist, kann man ja vieles nachvollziehen. Die Eignung setzt also nicht voraus, dass es zweifelsfrei empirische Nachweise der Wirkung oder Wirksamkeit der Maßnahmen gibt. Ich meine, du hättest das damals schon sagen können, denen.
Aber das setzt nicht voraus, dass man das schon weiß, nicht, wenn man da entscheidet. Und jetzt kommt der Game Changer, das ist ja der Wahnsinn, das ist ein schlauer Fuchs. Allerdings kann eine zunächst verfassungskonforme Regelung, verfassungskonform, weil wir es nicht besser gewusst haben und weil wir die falschen Leute gefragt haben, nicht die unabhängigen Sachverständigen, mit Wirkung für die Zukunft kann das verfassungswidrig werden, wenn ursprüngliche Annahmen des Gesetzgebers nicht mehr tragen. Und wir wissen heute, das haben wir heute auch wieder gehört, mehrfach, nichts mehr trägt, meine Damen und Herren. Und seit dieser Entscheidung vom 19.11., dem Habert, war das klar damals schon, dass nichts mehr trägt. Aber er musste die Vergangenheit halten. Und wenn die Richterinnen und Richter das lesen würden, das ist die Steilvorlage überhaupt, ab diesem Zeitpunkt hätten sie anders entscheiden können. Und das tun sie heute noch nicht. Deswegen mein Schreiben, öffentliches. Warum ich so engagiert für arbeite. Die Richterinnen und Richter müssen es ja auch tun. Die haben ja auf die Verfassung geschworen, und zwar auf Wahrheit und Gerechtigkeit. Ja, liebe Leute, brauchen wir bloß hinschauen. Wenn man faul ist, wie du sagst, dann findet man das wenig. Aber das Schlimme ist ja, dass sie auch Angst haben. Das haben wir ja heute gehört. Und sie sollen mehr auf die Wahrheit und Gerechtigkeit schauen und sollen sich diesen Beschluss anschauen. Sie haben jetzt die Lizenz, anders zu entscheiden, vom Bundesverfassungsgericht. Und für uns Anwälte, wir sind Anwälte für Aufklärung, 140 von 140.000, welche Schande, meine Damen und Herren. Es hat ein Anwalt gegeben, der ganzen Zeit, der zu mir gesagt hat, du Sepp, das ist gut, was du machst. Ein einziger. Obwohl bei uns jetzt drinsteht in der Berufsordnung, Paragraph 1, als unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten hat der Rechtsanwalt seinen Mandanten, und ihr seid alle Mandanten, vor Entscheidungen durch Gerichte und Behörden zu bewahren und gegen Fehlentscheidungen zu bewahren und gegen verfassungswidrige Beeinträchtigungen und staatliche Machtüberschreitung, haben wir vorher gehört, Mäßigung der Staatsgewalt, sagt der Habert, zu sichern. Das ist die Aufgabe, die bei mir in der Berufsordnung steht. Und deswegen stehe ich vor Ihnen und deswegen kämpfe ich weiter. Und ich habe nach wie vor die Hoffnung, Bewusstseinsänderung. Im Rahmen der Bewusstseinsänderung werden wir auch die Richterinnen und Richter dazu überzeugen. Und Veranstaltungen wie diese dienen auch mir dazu, dass ich weiterkämpfen kann, meine Damen und Herren. Das ist ganz wichtig. Danke, dass Sie da waren.